Ich habe eine Logitech M185 Maus und sie arbeitet eigentlich sehr gut. Nur in letzter Zeit hat sie ein sehr merkwürdiges Phänomen. Wenn ich das Mausrad drehe, zum Beispiel zum Scrollen, sieht es aus, als ob der Bildschirm manchmal hängen bleibt. Als ob irgendwie diese Rollbewegung nicht an den Computer weitergegeben wird. Es liegt definitiv an der Maus, weil mit einer anderen Maus ist das Problem nicht vorhanden. Was die Ursache war und wie ich es behoben habe, gibt's nach dem Intro. Hallo, wie eingangs erwähnt, ging bei meiner Maus das Mausrad nicht wie gewünscht. Zunächst möchte ich die Fehlerbeschreibung noch ein bisschen verdeutlichen, dann zeigen, wie man die Maus zerlegt, was die Ursache war und wie der Fehler beseitigt wurde, den Zusammenbau der Maus und schließlich noch einen kleinen Funktionstest am Schluss. Das Problem ist, wie wir gleich anschließend sehen werden, dass man das Mausrad drehen kann und die Scrollfunktion ein kleines bisschen funktioniert und plötzlich dann aussetzt, obwohl man das Mausrad weiter dreht. Wie man sieht, geht die Maus ein kleines Stück und dann hakt sie, dann geht sie nicht mehr weiter. Zurück, nochmal vor. Zurück. Zum Zerlegen müssen wir diese Schraube im Batteriefach lösen. Wir wollen nun die Maus auseinandernehmen. Ich öffne hier die Klappe, nehme die Batterie heraus. Dann ist hier eine Schraube. Öffne die Schraube. Dann muss ich die Maus hier so etwas anheben und leicht nach hinten ziehen. Dann kann ich sie öffnen. Die Maus hat hier ein optisches Gitter und hier eine Lichtschranke zum Erkennen der Drehrichtung. Es hat sich nun hier ein Staubknäuel gebildet, das sich je nach Drehrichtung in diese Lichtschranke hineinschiebt und damit die Funktion der Lichtschranke unterdrückt. Dann wollen wir mal das Staubknäuel entfernen. Und wie wir sehen können, ist hier mit der Zeit einiges an Schmutz hineingekommen. Ich werde den entfernen. Der Zusammenbau. Dann sehen wir mal, ob das Ganze das Problem behoben hat. Ich baue es wieder zusammen. Ich setze hier vorne das wieder in die Klipse, drücke es leicht drauf. Ein kleiner Tipp, wenn man Schrauben wieder in Plastik eindreht, dann dreht man zuerst die Schraube leicht rückwärts, bis sie in den vorhandenen Gewindegang hineinhüpft und dann erst zieht man an. Schließlich noch der Funktionstest. Nun wollen wir sehen, ob die Reinigung erfolgreich war. Und ja, wir sehen, jede Bewegung am Mausrad wird direkt umgesetzt, auch über große Strecken. Ja, die Reinigung war erfolgreich.
Das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt, dann aktiviert noch die Glocke. Bis demnächst auf meinem Kanal. Ciao.